Starke Stimmen für ein starkes Gesundheitssystem. Dr. Dennis Ostwald, Geschäftsführer WIFOR. Welche Rolle spielt die PKV für die Beschäftigung? Die gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung ermöglicht, dass wir auch die Ausstrahlungswirkung der PKV berechnen können. Das heißt, wir können uns anschauen, wie viele Beschäftigungsverhältnisse hängen eigentlich an der Tätigkeit der privaten Krankenversicherungsunternehmen. Und das nennt man Multiplikatoren. Und diese Multiplikatoren sind bei der PKV relativ hoch. Das ist überdurchschnittlich zu anderen Bereichen. Wie nutzt die PKV dem Standort Deutschland? Die PKV als Akteur kreiert 8,6 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Das ist keine Umsätze, Bruttowertschöpfung. Direkter Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt. Knapp 116.000 Arbeitsplätze werden durch die PKV-Aktivität als Akteur gesichert in Deutschland. Wenn man sich jetzt noch anschaut, welche volkswirtschaftlichen Effekte als Finanzier entstehen, dann ist es beeindruckend, dass fast 28 Milliarden Euro durch die PKV als Finanzier entstehen. Und ich sag mal, summiert etwa mehr als eine halbe Million Menschen mit dieser Aktivität der PKV zusammenhängen. Das sind beeindruckende Zahlen. Woran liegt das? Wenn man sich die Gesundheitswirtschaft und auch die PKV anschaut, dann sehen wir, dass viele Vorleistungen und viele indirekte Effekte und induzierte Effekte in Deutschland entstehen. Das heißt, dass die Wertschöpfungskette Gesundheit noch in Deutschland verankert ist. Und wenn man jetzt aber andere Teilbereiche, Automobilindustrie oder auch andere Industriesektoren anschaut, dann sieht man, dass es eigentlich schon eine ziemlich globalisierte Wertschöpfungskette ist. Welche Lehre sollte die Politik ziehen? Es müsste das Ziel der Wirtschafts- und Industriepolitik sein, auch zukünftig Akteure zu finden, die Werte in Deutschland schaffen. Wir brauchen eine evidenzbasierte Gesundheitswirtschaftspolitik, wo in gleichem Maße auf die Kosten- und Finanzierungsseite geblickt wird, auf der anderen Seite aber auch auf die Säule Wachstum und Beschäftigung und Wohlstand in Deutschland.